herzlich willkommen zurück bei Frühstück in der Parfümerie. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Svana und auf diesem Kanal geht es nur um das Thema Parfums. Wenn dich das also interessiert, dann solltest du Frühstück in der Parfümerie jetzt abonnieren. Heute jedoch möchte ich einen Duft reviewen, der sehr heiß erwartet wurde von der Fanbase, und zwar den Duft Fantomas von Nasomato. Nasomato bzw. der Designer Alessandro Gualtieri ist ja für seine sehr außergewöhnlichen und unkonventionellen Nischendüfte bekannt. Und der Fantomas ist jetzt der neueste Duft aus der Reihe seiner Kreation für Nasomato. Und den werde ich mir heute mal genauer anschauen. Vielleicht noch kurz vorab, interessant ist, dass alle Düfte nur sehr hoch konzentriert sind, also ein Extra de Parfum, und es sind natürlich auch Unisex-Düfte. Also ganz viel Spaß! Als erstes möchte ich auf das Flakon und das Packaging eingehen. Ich habe den Duft jetzt hier nur in der Abfüllung da, habe den aber auch schon so gesehen und auch schon in der Hand gehabt. Deswegen bewerte ich das jetzt so auf diesem Wege und blende euch das einfach mal ein. Also man sieht, der reiht sich eigentlich vom Design her perfekt in die bisherigen Nasomato-Düfte auch ein, denn der untere Teil ist typischerweise immer gleich. Also man hat hier das Glas mit einer Flüssigkeit drin, die dieses Mal blau-grau ist, was super spannend ist, denn Fantomas bezieht sich auf einen Film, in dem es um einen Bösewicht ging, der Frankreich mit seinen Verbrechen in Atem gehalten hat, weil diese Verbrechen einfach so raffiniert waren und die Polizei dem nicht hinterherkommt. Und dieser Fantomas hatte eine blau-graue Maske auf, wie diese Flüssigkeit. Gleichzeitig auch die Maske hier, dieses Silber im Deckel ist auch dieses schimmernde, kühle Silber, was natürlich auch wieder zu diesem Fantomas passt aus dem Film. Kurz noch zum Preis. Der Duft kostet 124 Euro für 30 Milliliter, was also wirklich ein ganz typischer und zu erwartender Preis für den Duft ist, weil alle Düfte nur in 30 Milliliter vorhanden sind oder auch verfügbar. Und jeder Duft kostet ungefähr 124 Euro. Man kriegt sie vielleicht auch manchmal ein bisschen günstiger, aber im Grunde meistens 124 Euro. Ja, dann möchte ich nochmal sagen, was ich erwartet habe, bevor ich den Duft zum ersten Mal gerochen habe. Einfach aufgrund dessen, was man A von Nasomato weiß und zum anderen auch durch das Flakon. Das sagt ja auch immer viel aus. Und ich finde, das Flakon lässt eher etwas Spritzigeres, Kühleres erwarten, weil das Silber so reflektierend ist und irgendwie eisig wirkt und die Flüssigkeit auch sehr grau-blau ist und dadurch eher kühl und jetzt nicht unbedingt warm. Trotzdem hätte ich jetzt keinen leichten Duft erwartet, weil es Nasomato ist und die Düfte dann doch irgendwie alle eher intensiver sind. Und der Name Fantomas, und wenn man das auch mit dem Film weiß, dann lässt es eher darauf schließen, dass es dann doch eher eine härtere Nummer ist. Das zu meinem ersten Eindruck und jetzt zum Duft selber. Ja, zum Duft selber. Ich sprühe den jetzt nochmal frisch auf, denn es ist wirklich sehr spannend, was man als erstes erhascht, wenn man diesen Duft riecht. Das erste, was einem direkt in die Nase kommt, ist Melone. Und ich finde auch, dass man sofort weiß, dass es sich bei diesem Duft um einen Nasomato-Duft handelt, weil er einfach sehr außergewöhnlich ist. Also das hat Nasomato auf jeden Fall beibehalten. Es ist trotzdem sehr ungewöhnlich, finde ich, dass dann direkt die Melone kommt, weil damit rechnet man einfach nicht bei einem Duft, der Fantomas heißt und wo man irgendwie was Dunkleres erwartet. Aber der Duft ist trotzdem dunkel. Also ich finde nicht, dass das irgendwie ein fruchtiger Duft ist, nur weil er mit Melone eröffnet, sondern der hat sowas Dunkles, Warmes, wie so ein Melonenlikör, aber es ist auf jeden Fall so eine warme Melone, die gepaart ist mit Hölzern, die dann auch im weiteren Verlauf immer mehr durchkommen. Ich vermute auch so ein paar Ambroxan-Noten, weil der irgendwie so ein bisschen spritzig ist, Moschus. Und das, was mich daran ein bisschen stört und weshalb ich mir nicht sicher bin, ob ich mich mit dem Duft noch anfreunden werde oder nicht, ist das Patchouli, was auch sehr präsent ist. Trotzdem muss ich auch nochmal sagen, das ist alles Guessing. Also bei der Melone bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber Nasomato redet ja auch nicht über Inhaltsstoffe, weil er sagt, Düfte sind Emotionen und möchte gar nicht, dass man davon abgelenkt wird, dass man sagt, was da drin ist, sondern dass man einfach seinen gedankenfreien Lauf lässt und überlegt, was man eben damit verbindet. Deswegen, das ist nur Guessing und das mache ich nur, um den Duft halt zu beschreiben, damit ihr so ein bisschen so ein Bild davon habt, wie man sich diesen Duft vorstellen kann. Bei mir ist es auch wirklich so, dass ich einfach immer länger brauche bei den meisten Düften von Nasomato. Also bei Narcotic V beispielsweise nicht. Den fand ich von Anfang an mega nice. Aber bei dem Nudiflorum, den ich sehr, sehr liebe, da habe ich wirklich sehr lange gebraucht. Den mochte ich am Anfang nicht. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, muss ich dem vielleicht auch noch ein bisschen Zeit geben, aber ich glaube, der hat einfach, ich weiß nicht, ob es das Patchouli ist oder dieses
melonige gepaarte mit den Hölzern, ob ich das nicht so mag. Deswegen, irgendwas hat der, weshalb ich mich nicht ganz so wohl fühle, den persönlich zu tragen, auch wenn es ein sehr raffinierter Duft ist. Mein Freund meinte, für ihn riecht so ein bisschen so ein frischer, neuer Ferrari. Also ich finde, der riecht auf jeden Fall teuer. Ich finde, das ist ein eindeutiger Nasomato-Duft. Ich finde, das ist ein klarer Unisex-Duft, wobei auch mein Freund meinte, er findet den eher männlich und ich persönlich den jetzt auch nicht unbedingt tragen würde. Es liegt aber nicht daran, dass er mir zu dunkel ist, sondern es liegt einfach daran, dass er so ein paar Noten hat, die ich nicht habe. Aber wenn man das mag, dann finde ich, kann eine Frau den auch sehr gut tragen. Würde ich sogar sagen, ist vielleicht dann auch ein schöner Bosby-Duft. Aber insgesamt würde ich zu meiner persönlichen Meinung jetzt sagen, so, weiß nicht, ob ich den tragen würde. Aber ich werde es auf jeden Fall noch weiter probieren. Und vielleicht muss ich auch in den Duft noch ein bisschen reinwachsen. Aber ich glaube, es ist einfach diese Melone und das Patchouli, was mir selber jetzt nicht so zusagt. Aber es ist insgesamt ein schwerer, dunklerer Duft, der gepaart mit fruchtigen Noten dann aber doch sehr außergewöhnlich und interessant ist. Ja, da möchte ich noch mal kurz auf die Haltbarkeit eingehen. Da es ja ein Nasomato-Duft ist und ich die Qualität der Düfte auch kenne, hatte ich natürlich sehr hohe Erwartungen. Ich war aber jetzt nicht, ja, war aber schon so ein bisschen enttäuscht eigentlich von der Haltbarkeit. Also bei mir zumindest, ich weiß, es ist bei jedem anders. Bei trockenerer Haut ist es natürlich schlechter als bei öliger und ich habe jetzt eher trockenere Haut. Aber der hat bei mir jetzt so ungefähr 8 Stunden gehalten, was natürlich für ein Eau-de-Parfum gut ist und so weiter. Aber dafür, dass es ein reines Parfum ist und ich viele Düfte kenne, die deutlich länger halten, war ich dann doch enttäuscht, dass es jetzt nur 8 Stunden sind. Also der könnte ein bisschen länger halten und das fand ich ein bisschen enttäuschend bei dem. Auch wenn er das irgendwie schlagartig verloren hat, weil so nach so, weiß nicht, 4, 5 Stunden war der noch extrem krass da und dann irgendwann schlagartig gar nicht mehr. Ja, dann komme ich jetzt mal zu meiner Gesamtbewertung des Duftes. Als erstes möchte ich den Preis bewerten und dieses Mal gebe ich dem Duft hier 9 von 10 Punkte, einfach weil ich finde, eigentlich sollte jeder Nasomato-Duft gleich kosten und das ist hier auch der Fall. Allerdings ist die Performance von dem einfach nicht so gut. Deswegen finde ich jetzt so vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich das jetzt nicht so optimal. Deswegen gebe ich jetzt hier nur 9 von 10 Punkte, obwohl ich hier eigentlich pauschal 10 von 10 gegeben hätte, wenn man weiß einfach, was man erwartet und man bekommt eigentlich eine sehr gute Qualität, also ein reines Parfum, gute Inhaltsstoffe und alles, deswegen ein schönes Flakon. Deswegen gebe ich jetzt hier nur 9 von 10, weil ich halt bei der Haltbarkeit so enttäuscht war. Dann habe ich als nächstes das Flakon. Beim Flakon gebe ich 8 von 10 Punkte, weil ich finde, das Flakon ist sehr ästhetisch und sehr schön. Typisch Nasomato, sehr individuell trotzdem, aber man weiß sofort, es ist ein Nasomato-Duft. Aber ich finde, es ist ein bisschen irreführend, weil man halt dieses schimmernde Silber hat, diese blaugraue Flüssigkeit und man erwartet ein bisschen was Kühleres und der Duft ist aber eher wärmer und dunkel. Deshalb gebe ich hier nur 8 von 10. Dem Duft selber gebe ich 6 von 10, einfach weil ich finde, es ist ein sehr außergewöhnlicher Duft. Das finde ich sehr positiv für Nasomato. Allerdings ist es persönlich einfach nicht so meins mit dieser Melone und dem Patchouli. Da ist einfach irgendwas drin, was mich bis zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall stört. Deswegen gebe ich hier nur 6 von 10. Und als letztes die Haltbarkeit. Da kann ich leider nur 4 von 10 Punkte geben, weil ja, ich den sehr schwach fand von der Performance und da deutlich mehr erwartet hätte. Ich hoffe, mein Review hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie euch der neue Duft von Nasomato gefällt. Und wenn euch mein Kanal gefällt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ansonsten freue ich mich und bis zum nächsten Mal.